Stars. Gleich eine Info vorneweg. Ich habe den Key auch schon wieder einen Monat oder sowas rumflacken bei mir. Hier ist Kickstarter. Veröffentlichung von dem Spiel Between the Stars ist im Quartal 1 2019, also Anfang 2019 wird es veröffentlicht. Das ist jetzt die Demo-Version. Nicht so wie bei Meeple Station, die volle Version. Und ich würde sagen, wir stellen mal gar nichts ein. Wir gehen gleich auf direkt auf Prolog. Wähle deinen Captain, James Scott, keine Ahnung. Legen gleich mal direkt los und gucken uns mal das Spiel an. Ich habe schon mal eine Sekunde gespielt, um zu schauen, ob es auch funktioniert und alles. Falls noch Bugs drin sind, die Demo-Version steht auch anfangs gleich drin, ist noch Entwicklung, also das ist noch relativ in Entwicklung und alles. Da das Spiel ist noch nicht fertig und die Grafiken werden sich auch noch verändern zur fertigen Version dann. Wobei die so nicht schon mal schlecht ausschauen. Alarm! Crew, boost warp drive to full power. But Captain, I said full power. That's an order. Redistributing power. Capacitors charging in 4, 3. Just a bit more. Flop. Hi. Warp successful. Okay. Ich glaube, wir haben es ein bisschen beschädigt. Wir brennen dezent ein bisschen da drüben. Würde ich sagen. My damage analysis. Starting damage assessment protocol. Testing main engines. Okay, das Mausrad vorwärts. Ah, okay, da unten ändert sich das auch. Okay, das ist die Power und wir können auch rückwärts. Ah, das Schiff kann, das kann aber nicht volle Kraft. Okay. Engines operational. Okay. Testing navigation systems. E. D ist nach unten, okay. S. Q. E. Okay. A. D. Hey, Q. Navigation Systems Operational. D würde ich eher gerne nach oben machen. Testing Power Systems. Pfeiltasten. Was ist Pfeiltasten? Ach, guck mal hier. Hier Schild, Waffen, Energie. Okay. Immer so, keine Ahnung. Mal so mittig. Captain, we're detecting warp signatures in the vicinity. Halte X. Gedrückt. Ah, okay. Achso. Ich werde angegriffen, Hilfe! Schild. Schild und Waffen. Ach, damit schieße ich, okay. Wir drehen mal. Ich weiß nicht, wie gut wir im Kampfschiff sind. Deswegen versuche ich die mal zu manövrieren. Boom! Erste. Oh, Alter! Ah, die haben Phaser! Ah! Was? Da kann ich nicht schießen? Oder sind es wir? Drehen. Ich glaube, das sind die Gegner. Was? Überhitzt? Ah. Okay. Mal erstmal den da weg. Okay, der ist weg. Nicht in das Wrack reinfliegen. Mal kurz warten, dass unsere Waffen nicht überhitzen. Boom. Okay, Ziele zerstört. Mehr Firepower. 2. Plus linke Maustaste. Ach so, okay. Okay. Warte mal kurz. Ich werde irgendwo schon beschossen. Ich weiß noch nicht wo. Ich gebe mal kurz Speed nach vorne. Hm. Lass mich in Ruhe. Okay, wir gehen auf Angriff. Hilft nichts. Überhitzt. Ah, die Waffensysteme überhitzen die ganze Zeit. Okay, ich denke eh nicht, dass die dann wirklich wehtun können, weil wir hier in Tutorial sind. Aber Geh kaputt. Okay, und... Habe ich noch so eine 2 wieder? War ich das? Ich glaube, ich war das. Weiß ich nicht. Geht's um ein Schiff gut? Wo steht das? Plündere die... Okay. Ah, okay, die kann man plündern. Ich glaube, da müssen wir aber näher ran für. Ah, ne, hier. Das ist rote. So, hier. Da müssen wir näher ran. So. Hier. Ja. Und. Ja. Kann ich was plündern? Und. Ist was? Hoch hier. Gummi. Rüber. So. Zack. Drüben noch eins, da haben wir da hinten eins abgeschossen. Dann gucken wir uns das mal auch mal an. Jetzt tun wir erstmal alles plündern. Oder alles. Ah, da ist immer noch eins. Eins vergessen. Aber schön, dass wir sofort stehen bleiben, so instant. Wo ist das? 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 Wo ist denn das? Das ist da. So. Dahin. Ja, komm, gib mal Gummi hier. Wir haben noch was vor heute hier. Ach, ich bin bei den Schilden im Weg. Ich glaube, ich pack mich dann mal rechts, dann bitte ich. Gummi. Stopp. Das jetzt? Und dann da. Inventar. Was haben wir denn jetzt im Inventar? Geplünderte Kiste. Okay, das ist unser Schiff. Das sind die Kisten. Credits. Und irgendwelche Rohstoffe. Okay. Okay. Das sind jetzt alle Kisten, oder? Heute wohl ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Keine Ahnung. Öffnen wir mal das nächste. Okay, da ist auf jeden Fall ein bisschen was drin. Was ist denn das hier eigentlich? Nuklearraketenwerfer. Übertreib halt, Junge! Schwere Plasmakanone? Okay. Was passt da rein? Keine Ahnung. Was ist das? Piraten und Schmuggler. Einfluss 0, F5. Hier. Ich hoffe, was wir bekommen haben. Wir machen einfach mal weiter auf. Nächste Kiste. Und hier, letzte Kiste. Ich weiß nicht, die Credits spielt, ich denke nicht, weil das Tutorial. So, letzte Kiste, was ist hier? Forbes. Alan Cook. Das ist ein Sarg. Eine Särge. Oh! So. Warte. Captain. Warte, stopp. Dann ist doch das hier Alan Scott. Ne, James. Alan Scott. Ne, Alan Cook. Okay. Vielleicht waffenschießmütig ist unser Captain. Captain James Scott ist Veteran, rüstungsdurchschlagende Munition. Automatisch geht das Nachladen, schießmütig und leicht waffen. 12, okay. Hat noch keine Medaillen. Great. Aufgaben, keine Ahnung. Okay, wir gehen aufs System. Gehen wir mal wieder zurück. Und jetzt? Ach echt, wir brennen da oben. Alright, genau. What's our current position? We are currently in the Phasma 6 sector. It is on the outskirts of the Interstellar Republic's headquarters. We should be able to reach it using our Drive Vengeance. Preparing warp drive. Wo wollen wir hin? Hierhin. Warp drive engines damaged. Jump impossible. Alles ist kaputt hier. Which is the closest space station in this sector? It's the trade station and Terra's port. Okay, wo ist der? Okay, set in the coordinates. Coordinates set. Also, als ob der da unten. Ne? Oh, hier. Jetzt müssen wir Gas geben. Alter, hoffentlich fliegen wir da nicht Jahrhunderte. Wir fliegen Jahrhunderte. Ach so, ich kann Leertaste drücken. Hey, stopp. Warum haben wir jetzt das? Hey, stopp. Was? Warum haben wir jetzt das auf einmal? Wir sind doch gerade Kerzen gerade in die Richtung geflogen. Ja, noch Kerzen. Bitte? Ich will auch in die Richtung fliegen. Zack. Fliegen wir in die Richtung. Okay, wir fliegen etwas länger. Hier geht's zur kommerziellen und heraus. E. Hm? Das ist B. Backberg. Ah, okay. Ah, wir sind doch schon da. Stopp! Das ist die, oder? Okay, wir fliegen doch nicht so lang. Hi! Ich bin da, ich will landen. Muss ich da hin? Mit dem Dock? Captain Scott from the 5th Republic Fleet here. We request docking permission. Station control tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. Okay. Okay. Ich gebe mein Bestes. Ah, da hinten, wo es blau leuchtet, oder? Alter, ich knall doch. Ich bin nicht in das... Nein, nein, das schaut nur so aus. Fuck, ich bin da voll reingeflogen. Warte mal. Wir fliegen mal da oben drüber. So, warte mal. Ein bisschen Schub nach vorne. Was ist nach unten? Hier, das ist oben. Steuerung war runter. Wir wollen nach unten. Ich glaube, dass wir jetzt hier richtig landen. Aber wir müssen noch einen Ticken vor. Glaube ich. Stopp. Bam! Ha! Hat geklappt. Ach, ah, ja, toll. Der geht von alleine ran. Der setzt aber auch ein bisschen hart auf. Doc! Hi! Ich bin jetzt in der Station. Ah, Chip. Out. Out of sort. He had right. Sorry, I wasn't looking where I was going. Wir entschuldigen uns erstmal. Susan hat Our Shop. Genau. Button. Beerdigen. Beerdigen. Wir wollen nichts kaufen im Laden. Hier. Vertrag annehmen. Ah. Und jetzt? Wir haben ein neues Schiff gekauft, oder? Da war es ein Auftrag. Den geht zumindest. Verlassen? Wir haben auch das Schiff jetzt. Captain, do you think it could have been an attack? It's strange. If it had been an attack, the security systems would have asked for a security detail from the station, and they would have come to its aid. They could have used a signal inhibitor to cut communications. The asteroid cluster where the ship was seen doesn't correspond to any commercial route. Decree M22, under Republic law, restricts commercial routes in order to guarantee the safety of its freighters. This behavior would be a direct violation of Organic Space Law 412, Section 2/08. It's out. Warte mal. Kann ich da wieder droppen? Der sagt mir jetzt nicht mehr da runter. Hier wieder droppen. Falsche Richtung. Was war denn das nochmal? Seite fliegen. Das hier. Okay, die fliegen auch nicht schlimmer als, besser als ich. Hi. Also wir haben da unten jetzt... Ach, jetzt sagte hier Dock 2. So, wir wollen jetzt aber dahin, denke ich. Gehen wir einfach mal hin, oder? Einmal stopp. Hm. Wo ist ein Dock 2? Uah, da ist Dock 2. Schauen wir mal, dass wir an Dock 2 vielleicht auch rangehen. Da nochmal, weil das ist ja die Station. Wir sollen auf den Friedhof gehen. Hm. Wir müssen nach unten. Gib mal ein bisschen nach vorne. Ein bisschen nach vorne. Der ist da vorne, der Dock, okay. Mal so einen dicken Schritt nach vorne hier. Drehen wir mal da rein in das Blaue. Da. Warten kurz eine Sekunde, ob das wir nochmal andocken können. Also, kurz mal Info, kurz zum Spiel. Laden. Es gefällt mir. Okay, wir haben Waffensysteme. Das Generator. Ja, Raketen. Bahnfeld. Sperrekanonen. Ich weiß nicht, wie ich da zum Laden bei, keine Ahnung. Wie gehe ich da zu dem? Aber ich glaube, der meint das. Dass ich da vielleicht dahin gehe. So, egal. Wir schauen jetzt mal, dass wir da, das ist ja nur 200 Kilometer. Dass wir da jetzt hat der auch so einen Impulssprung? Ja, er hat auch so einen Impulssprung, dass wir da jetzt dahin springen. Putz! Ach ja, wir springen ja nicht. Irgendwas ist da unten grün. Zeigt er mir grün nach links an. Was passiert, wenn ich in den Steiner fliege? Oder fliege ich daran vorbei? Wir gehen mal ein bisschen auf Energie. Vielleicht kann ich schneller gehen. Schilde und Waffen brauchen wir ja gerade nicht. Kann ich ja dann noch anpassen wieder. Ich gehe jetzt mal dahin. We've arrived at the freighter's last known coordinates, Captain. There doesn't appear to be anything here. Fine. Can you scan the area? I detect irregular radiation readings coming from the middle of the cluster. Let's take a look. Ich hab das nochmal hin. Würde ich mal behaupten, ha? Denke ich mal. Hoffe ich mal. Verdacht habe ich mal. Captain, we've found the source of the radiation. We should proceed to scan. Affirmative. Mai, prepare the analysis module. Preparing the scan system. Scan complete, Captain. It's a fragment of the freighter's calibration reticle. I am 98% positive that the damage and radiation emissions confirm a plasma cannon attack. This looks like the result of an attack. Mai, can you follow the radiation signature? Comparing samples. Similar readings found in nearby coordinates. Establishing route. Ich soll den Strahlungsspuren folgen, okay. 35 Kilometer, ja gut, da würde ich mal sagen, da brauchen wir keinen Sprung, oder? Ach, wir springen trotzdem mal kurz. Wir aktivieren das mal kurz. Flop! Ach nee! 95 Kilometer. Bringen wir mal kurz ein bisschen, oder gehen wir mal wegen Gummi dahin. Das sind auf jeden Fall auch wieder Fragteile. Oh, das sind das Schiffe. Vielleicht werden wir wieder kämpfen müssen, oder? Ich ein bisschen auf Waffen und Schild wieder. Captain, we're being hailed. Shall we accept the call? Affirmative. Expleo, commander of the Starship Insurrection of the Pirate Fleet here. I order your immediate retreat. This frigate is now under our control. Surrender or we'll open fire. This is the captain of the Warship Genesis of the Interstellar Republic. I demand you halt your activities immediately. Captain Scott? Of the Warship Genesis? In that hunk of junk? You asked for it. Crew to arms. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinschieße, aber schau mal. Wir gehen erstmal auf den Einzelnen da oben. Wir werden beschossen! Ich brauche eine Rakete! Volle Kneste rausrotzen! Die 3 war Tarnen, oder? Ha! Erzählt ihr mich nicht mehr! Das war die Atomrakete, die gerade eingeschlagen ist. Wo seid ihr? Was ist die 4? Irgendein impulsmäßig. Du gehst kaputt. Wo ist der andere Kollege? Der ist hier. Zumindest denke ich, dass er hier ist. Ist jener nicht. Da glüht mich was an. Eine Atomrakete! Ich glaube, ich sollte vielleicht dann nicht so nah dran sein, wenn die Atomrakete einschlägt. Ist kaputt. Die macht verordentlich Bums. So. Alter, die macht echt Knall. Warte mal. Da ist noch ein. Dock. So, hier ist noch. Noch einsammeln. Und wo ist das andere Schiffchen? Da ist irgendwas. Okay, dann gehen wir erstmal hier rüber und sammeln den Hut ein. Ach, der Fregatte. Andere Frage, warum ist die Fregatte und die Kunst? Meiner Meinung nach kannst du die Fregatte doch werden. Ich weiß nicht mal, was wir haben. Schaut aus wie ein Jäger. Hi. Let's go. Let's go. Let's enter. Windruhe nehmen. Let's go back to the station to inform Susan. What kind of pirates assault a protonite freighter just to abandon it? Expleo's weapons do not correspond to the radiation we've been following. Captain, the coded data seems to follow the same pattern obtained in the slaver space. Our team can't undertake an investigation. We haven't found enough matches. Also wir sollen jetzt wieder hier zur Raumstation. Okay, ich hätte gerne einen Blick nach oben. Hier einigermaßen runterdenken. Keine Ahnung, wir können ja noch lenken. So. Wir können ja beim Springen noch lenken, das ist ja nicht genommen. So, hi. So, dann es müsste gleich da sein, es sind nur 150 Kilometer. So. Gleich haben wir 60 Kilometer noch. Oh Gott, dann müssen wir wieder irgendwo landen, oder? Oh ja. An Dock 5 diesmal. Der Dock 5 ist hier oben. Warte mal, Dock 5 ist hier irgendwo hier. Ups. Irgendwo hier. Ups. Irgendwo hier oben. Da. Ja gut, da hätten wir vielleicht nochmal ein Sekündchen. Und... Lachgas! Tom's Chief. Request permission to dock. Ah, guck mal. Station Control Tower here. Dock at the assigned bay. Over. Receiving coordinates. Establishing communication. Docking protocol prepared. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite, da müssen wir rumfliegen, oder? Yep, schaut so aus. Dock 5, okay. Ab und Dock 5, hey, gib mal Gummi hier. Eins runtergedreht. Denn hier, warte mal. Gehen wir mal volle Knesse auf Energie, dann sind wir ein bisschen schneller. Das vergesse ich immer, dass wir das können. Aber vergesse ich, dass wir das können. So, hi. Dock 5, wo bist du? Ja. Yep. Ich glaube, das ist ein Spiel, was ich mal streamen könnte. Oder was ich mal... Nehmen wir mal kurz ein bisschen weniger Gummi. Was wir uns mal, wenn es draußen ist, wo wir vielleicht holen können. Abwechslung dann zu Fallout. Falsche Richtung. Wir wollen nach unten. Ein bisschen Gummi müssen wir noch geben. Ach, das ist wieder hier vorne. Warte mal. Yeah. Wir müssen ja nur in das Blaue reinfliegen. Haben wir ja gelernt. So, ich glaube, wir sind im Blauen. Genau. Den Rest macht der Autopilot. Ha! Ja, doch. Ich wollte jetzt gerade sagen, oder doch nicht. Wir ditchen einmal an die Station an, wir ditchen nochmal an die Station an. Kann man ausbeulen, kein Problem. They weren't surprised. We all dead. They all dead. Anything. Be violent. Not shocked after news. Yes. Okay. Also. Du hast den ersten als Team gehabt. Okay, wir haben ja wieder Lootkisten gekriegt. Oh. Hier öffnen. Öffnen. Die öffnen wir nicht. So, hier. Öffnen. Dann kannst du das herstellen. Lege das Rohr. Oh, guck mal, hier habe ich irgendeinen Ionending. Muss erst bearbeitet werden. Öffne das Abteilungsmenü. Abteilungsmenü? Das Wohl... Baue... Und zerlege das Wohl. Baue Entlionen. Muss ich da ein... dann gehst mal hier hin. Oder Verschrottungswerkstatt. Verschrotten. Du hast den ersten Entwurf erhalten. Mit einem Angehörigen kannst du das Objekt des Bauplans eines Aufgabenbildners. Aufgaben. Da ist nichts drin. Ja. Waffen und einige Objekte können verschrottet werden. Um dies zu tun, gehe in den Aufgabenbereich. Weitere die erforderliche Aufgabe hin. Füge das Objekt. Und übernehmen wir. Da haben wir jetzt hier. Haben wir das? Haben wir Susan Weber für die Verschrottungswerkstatt? Genau. Öffne das Abteilungsmenü, habe ich. Und zerlege das wohl. Moment. Kann ich das jetzt zerlegen? Ja, wie kann ich denn das zerlegen? Ja, wie kann ich das zerlegen? Aber hier ist nichts. Aufgabenmenü. Öffne das Abteilungsmenü. Hab ich. Hier? Ach, da, guck mal. Verschrotten. Verschrotten. Ah, jetzt hat. Komplett. Danke. Ein Ionenreaktor. Ionenreaktor. Bauen. Bauen. Komplett. Ein Ionenreaktor. Hab ich, ja. Verlust Ionenreaktor. Auftrag. Auftrag. Okay, Vertrag annehmen. Was ist denn das hier? Ich hab... Warte mal, System. Ich hab doch so... Warte mal, so ein Ding. Ionenreaktor MK1. Was ist das? Tarnfeldreaktor, Minenwerfer, Pulsgenerator, nukleare Raketenwerfer. Könnt ihr... Was macht denn der? Antriebsstärke plus 10. Ach so, haha, nö. Ich glaube, ich bleib mal da drauf. Also unser anderes Schiff war auf jeden Fall deutlich besser. Hier, was kann ich hier bauen? Was macht man noch nicht? Hier irgendwas. Ach, ich kann es sogar upgraden. Ah, mit dem Zeug, was ich habe. Interessant. Leichte Kanone. Ich kann es ab... Ah, mit den Rohstoffen hier oben kann ich das Zeug upgraden. Okay. Das ist cool. Nuklearer Raketenwerfer. Okay, der ist halt echt... Der ist teuer, aber heftig. Aber der macht halt Schaden wie Drecksauger. Okay, das kann man auch upgraden. Danke, dass du mir das sagst, Spiel. Jetzt rausgefunden. Okay, verlassen. Wir haben eine neue Mission. Ja? It's a matter of security, Mr. Huggins. The last protonite shipment was assaulted. Captains are not what they used to be. If a pirate ship attacked me, there wouldn't be enough space for them to hide. We're sure of that. Seid ihr fertig? Wunderbar. Und Vollgas! Ab! Geht doch! So, fliegen wir mal. Erste Bienenstation. Okay, wir sind jetzt Eskorte. Also ich muss sagen, das Spiel schaut ganz schön aus. Sind da noch nicht die finalen Grafiken? So, zumindest steht so im Ladescreen drin. Was passiert, wenn ich jetzt volle Knäste gegen den Stein knall? Nichts. Außer, dass unsere Flugbahn jetzt nicht mehr passt. Okay. Sieht echt gut aus. Stopp. What the hell? These transport ships are not ours. It seems they found a more interesting intermediary than your company, Mr. Huggins. This can't be. We have to register this immediately. Drücke P, den Fotomodus aufzurufen. Picture, keine Ahnung. Please wait. Weg. Oder soll ich diese Schiffe fotografieren? Ich weiß ja nicht mal, wo die sind. Da kann ich weit zoomen. Den hier oder was? Okay, wir gehen mal zurück. Hey! Hä? Ich bin ja wieder raus. When the foreman finds out, heads will roll. Jetzt müssen wir hier zur nächsten Station. Ja gut, komm, wir springen. Wir geben Gummi. Plop. Captain, we have to go back to the station now. What happened? I forgot my lunch. Mr. Huggins. False alarm, I found it. Du geht mir jetzt schon auf den Sack. Komm doch mal. Ah ne, brauchen wir nicht mehr. Brech ab. Captain, there's no sign of activity on the station. It looks completely abandoned. We should dock and discover what's going on. Andocken, okay. I'll stay on the ship. Covering your backs. Alter! Der Kerl nervt jetzt schon. So, wir müssen irgendwo zu dem Doktor hinten. Ah, da. Ich sehe es schon. So. Gerade. Eine Nachricht. Ah. Na, komm schon. Ich glaube, wir sind zu schnell. Wir müssen wieder da drüben landen. Wir sind nicht so schnell, wir sind nur angeditscht. Vor.